Ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse. Urban Transformations ist eine Reihe, die heuer gestartet worden ist, bereits auch von meiner Vorgängerin. Ich habe die Freude, heute zum zweiten Mal dabei zu sein, freue mich vor allem über das Thema Aktivismus und Zivilgesellschaft in der Smart City, unbequem und unverzichtbar. Ich freue mich aus zweierlei Gründen. Erstens hoffe ich, dass ich keine Selbstgespräche halten werde, weil ich eben aus der Friedensbewegung komme, unbequem, und jetzt eine andere Funktion habe. Und ich freue mich auf die Auseinandersetzung, was heißt Politik, was heißt Parteipolitik, was verändert sich, inwieweit braucht es Unbequemlichkeit. Und Urban Transformations hat sich zum Ziel gesetzt, zu schauen, wie entwickeln sich Städte. Und Städte sind die Orte, wo der Wandel sichtbar wird, spürbar wird, permanente ökonomische Veränderung, gesellschaftspolitische Veränderung, politische Veränderung. Und ich freue mich sehr über eine offene, eine kritische Diskussion. Mal schauen, welche Brücken wir bauen können und welche eben nicht. Ich freue mich, dass ich Katharina Rogenhofer begrüßen darf. Wir hatten schon öfters das Vergnügen, diesmal ausführlicher. Katharina Rogenhofer ist die Koordinatorin und Sprecherin des Klima-Volksbegehrens. Wie sage ich, eine wichtige Persönlichkeit bei Fridays for Future. Und studiert, glaube ich, in Wien und Oxford Biologie, Biodiversität und Zoologie, glaube ich. Freue mich sehr aufs Gespräch. Dann darf ich auch begrüßen Herrn Simon Güntner, und zwar Leiter des Instituts für Raumplanung, Schwerpunkt Soziologie. Auch jahrelang in Hamburg Professor für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. Ich glaube, Sie haben Ihren Schwerpunkt, was ich sehr, sehr spannend finde, wie entwickeln sich Städte, was heißt das für die soziale Frage, Migration, Armut, Asylpolitik, Armutsbekämpfung. Ich freue mich sehr auf die Diskussion und auf den spannenden Abend. Jetzt habe ich nur ein Problem, ich weiß nicht genau, wer von Ihnen beginnen wird. Bitte, herzlich willkommen. Danke. 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 Danke für die Einladung, danke, dass ich heute da sprechen darf. Ein ganz spannendes Thema. Ich mache das, glaube ich, sehr persönlich. Es ist gut, dass nachher noch ein bisschen ein wissenschaftlicher Blick darauf folgt. Ich fange aber trotzdem mal an mit den Basics, weil ich glaube, es ist gut, mal die Bühne aufzumachen für das, wo wir uns gerade befinden. Und da sieht man relativ gut den Temperaturanstieg in den letzten, Jahrzehnten, Jahrhundert. Hier der Anstieg des Kohlenstoffdioxids in der Atmosphäre und hier der Temperaturanstieg. Global sehen wir jetzt im Durchschnitt einen Temperaturanstieg von 1 Grad. 1 Grad global im Durchschnitt. Das heißt nicht, dass es überall 1 Grad wärmer wird. Das heißt auch nicht, dass es immer 1 Grad wärmer ist, sondern eben im Durchschnitt. In Österreich sind es 2 Grad. Wir sind schon viel fortgeschrittener mit der Erhitzung unseres Planeten. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet einen Anstieg an Extremwetterereignissen, an Fluten, Vermurrungen. Das haben wir jetzt auch in der Steiermark und in Kärnten und in Salzburg gesehen. Das heißt, auch in Österreich sehen wir jetzt schon die Klimafolgen. Und die sind regional unterschiedlich, weil man eben in
verschiedenen Regionen mit verschiedensten Folgen der Klimakrise zu rechnen hat. In Österreich bedeutet das für den Westen zum Beispiel zunehmende Trockenheit, für den Südosten zunehmende Regenfälle, Hagel, Vermoorungen. Und im Nordosten haben wir jetzt ein Borkenkäferproblem gehabt in diesem Jahr, wo das zu Waldsterben führt, im Waldviertel großteils. In Deutschland gibt es auch schon den Buchenborkenkäfer, nicht nur den Fichtenborkenkäfer. Dementsprechend, unsere Wälder sind mittlerweile bedroht. Nur kurz, nur zur Veranschaulichung. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet Trockenheit, Waldsterben, Überflutungen. Das heißt, die Klimakrise ist schon da. Über die müssen wir nicht mehr reden. Das ist ein wissenschaftlicher Fakt, der von einem riesen Konsens an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern belegt, in verschiedensten Orten der Welt und global. Aber die Frage ist doch, wie geht's weiter? Und da hat man sich international darüber Gedanken gemacht, und ich zeige das jetzt nur an der Grafik, weil ich die sehr gut finde. Wer das Pariser Klimaabkommen kennt, das ist da, wo sich die Weltengemeinschaft eigentlich darauf geeinigt hätte, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu beschränken oder allerhöchstens 2 Grad, dann müssten wir mit unseren Emissionen hier runter. Mit den jetzigen Emissionen, die wir haben, sind wir hier, bei den 3 oder 4 Grad, vielleicht sogar schlimmer, 4 bis 5 Grad. Und mit dem, was wir versprochen haben, steuern wir trotzdem auf eine Erwärmung von 2 bis 3 Grad zu. Warum ist das schlimm? 2 Grad, 1,5 Grad sind nur 0,5 Grad Unterschied, macht ja nicht so viel. Aber 2 Grad ist schlimmer als gedacht. Das hat der IPCC-Bericht letztes Jahr gezeigt. Weil es gibt unaufhaltsame Kaskadeneffekte, die dann ausgelöst werden können. Ein Bericht dieses Jahr hat sogar ergeben, dass wir viele dieser Kipppunkte möglicherweise schon erreicht haben. Was sind Kipppunkte? Das ist, wenn es auf der Erde heißer wird, dann schmilzt zum Beispiel der Permafrostboden, dann wird Methan freigesetzt. So kommen weitere Treibhausgase in die Atmosphäre und dann kommt es zu einem sich selbst beschleunigenden Klimaerhitzung. Er hat aber auch gezeigt, 1,5 Grad sind noch erreichbar, und das bedeutet, 1,5 Grad würde bedeuten weniger Extremwetterereignisse, wesentlich weniger Ernteverluste, hunderte Millionen Menschen, die weniger von Armut betroffen sind, und Millionen weniger Klimaflüchtlinge. Das bedeutet aber auch, dass wir bis 2030 unsere Treibhausgasemissionen halbieren müssen. Das heißt, Maßnahmen müssen jetzt fallen. Das ist Österreich. Da gibt es auch schon eine neue Grafik, ist auch nicht viel runtergegangen. Das sind unsere Treibhausgasemissionen, die sind statt gefallen gestiegen. Dementsprechend, das mit den Maßnahmen jetzt hat noch nicht so ganz gut funktioniert. Vielleicht schaffen wir es wann anders. Wir sind jetzt unter den Klimaschutz-Schlusslichtern der EU, unter den 5 Ländern, die es nicht geschafft haben, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Wir haben auch einen nationalen Energie- und Klimaplan an die Europäische Union abliefern müssen. Der ist als ungenügend von der Kommission zurückgeworfen worden. Jetzt ist er gerade in Revision. Jetzt kann jeder von Ihnen, glaube ich, noch bis 2. das Feedback zu dem neuen Energie- und Klimaplan einreichen. Machen Sie das, wenn Sie sich ein bisschen mit Klima auskennen. Es ist wirklich wichtig, da jetzt Kritik zu üben. Aber jetzt komme ich zum Thema, das mich bewegt hat. Denken Sie nochmal zurück an das, was ich Ihnen jetzt alles erzählt habe. Das ist das Wissen, das wir schon lange haben. Das ist das Wissen, das wir seit 30 Jahren in der Wissenschaft haben. Vieles sogar wissen wir schon länger. Ich habe auch Naturschutz studiert, wie schon gesagt wurde. Ich habe mir angeschaut, wie sich die Lebensräume von Arten verschieben mit der Klimakrise, ob die schnell genug wandern können, ob es zu lokalen Aussterbeereignissen führen kann oder nicht. Und in der Wissenschaft war immer für mich das Problem, jetzt weiß ich das alles, was ich vorher Ihnen gesagt habe. Ich schreibe auch drüber, aber es lesen 3 bis 4 Leute auf der Welt. Was macht man da?
Was macht man da, wenn man merkt, das brennt einem unter den Fingernägeln, eigentlich gehört da was gemacht, man weiß, es wird schlimmer, aber es hört einem niemand zu. Ich habe dann Naturschutz studiert, weil ich es angewandter gefunden habe, war dann auf der Klimakonferenz in Katowice, habe ein Praktikum gemacht bei den Vereinten Nationen, also bei der UNFCCC, das sind die, die jedes Jahr die Klimagipfel organisieren. Der berühmteste davon ist Paris. Letztes Jahr war der Klimagipfel in Katowice, dort war auch Greta Thunberg. Vorher hat man, also damals hat man sie noch nicht so gut gekannt, ihre Rede vor der UN ist damals um die Welt gegangen. Und sie hat sich hingesetzt mit ihrem Schild in dieses Konferenzzentrum, wo alle Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen vorbeigegangen sind. Hinter den Türen wurde verhandelt, ob irgendeine Datenbank eine Suchfunktion haben soll oder nicht. Was wahrscheinlich wichtig ist in mancherlei Hinsicht, aber sie hat gezeigt, was es braucht und um wen es geht. Es geht um die Menschen, die heute schon betroffen sind, um die Menschen, die in Zukunft betroffen sein werden, um unsere Natur da draußen, um Städte, die untergehen werden. Es ist ein hochemotionales Thema und sie hat den zündenden Funken für eine Bewegung gelegt. Denn auf einmal war das Klimathema nicht nur ein Klimathema und wurde wissenschaftlich behandelt, wie ich das auch vorher gemacht habe, sondern auf einmal war es ein Zukunftsthema. Auf einmal musste man sich die Frage stellen, stimmt, wie schaut die Welt der Zukunft aus? Will ich in diese Welt Kinder setzen? Wo sollen meine Kinder oder Enkelkinder, Nichten, Neffen, in welcher Welt sollen die leben? Will ich, dass es denen gut geht oder schlecht? Sollten wir da die Weichen in die richtige Richtung legen oder so weitermachen wie bisher? Ich bin dann nach Wien zurückgekommen mit zwei Freunden und habe beschlossen, die erste Demo anzumelden am 21. Dezember letzten Jahres. Das war die erste Fridays for Future Demo. Und wir waren alle politisch interessiert, haben aber keinerlei Demo-Erfahrung gehabt. Wir haben uns gedacht, am 21. Dezember ist schon ganz gut, wenn man 6 Stunden streikt, geht sich schon irgendwie aus, war ziemlich kalt. Es waren auch nicht so viele Leute da, wir haben einfach ein Facebook-Event gemacht und haben uns gedacht, wir laden mal unsere Freunde ein und schauen, was passiert. Und dann am 15.03., das ist ein Bild vom 15.03., das war der erste weltweite Klimastreik. Da waren 25.000 Menschen am Heldenplatz. 25.000 Menschen, denen unsere Welt, unsere Zukunft, unser Klima ein Anliegen ist. Und warum mich das so bewegt hat, war, weil ich gemerkt habe, ich habe mich total ohnmächtig gefühlt davor. Ich habe sehr viel darüber nachgedacht, was ich als Person tun kann. Ich habe in England studiert und bin immer mit dem Zug gefahren. Das dauert irrsinnig lang und ist sauteuer. Ich habe überlegt, was ich essen kann, wie ich mich fortbewege. Ich habe versucht, so viel wie möglich in meinem Leben zu ändern. Aber das hat nicht ganz Sinn gemacht in dem Gedanken dieser globalen Krise. Und dann stehen da aber 25.000 Leute da. Und auf der ganzen Welt stehen Leute auf der Straße. Und das hat dazu geführt, wo ich glaube, dass es Greta Thunberg und die ganze Bewegung gebraucht hat, war, von einer Ohnmacht in eine Selbstermächtigung zu kommen. Diese Bewegungen machen einen auf einmal so viel stärker, weil man ist nicht nur ein Individuum, man ist auch 25.000 Leute, man ist laut, man kann auf einmal die Stimme erheben und wird gehört. Da gibt es Medien, die darüber berichten. Natürlich waren wir sehr, eigentlich ist es uns gut gegangen, weil wir haben durch die öffentliche Aufmerksamkeit, die internationale, relativ viel Medienaufmerksamkeit auch bekommen, obwohl wir relativ klein waren am Anfang. Aber das hat sich insgesamt hochgeschaukelt. Und dann habe ich mir ein bisschen überlegt für den heutigen Abend, weil die Grundfrage war, welche Aufgaben erfüllen zivilgesellschaftliche Bewegungen? Welche Aufgabe erfüllt die Klimabewegung?
Und einerseits ist es ein Wahnsinn, was da gerade passiert mit den jungen Menschen. Mit jungen Menschen in meiner Generation, ich bin ja älter als die meisten von den Fridays for Future. Meiner Generation wurde noch vorgeworfen, wir sind viel zu unpolitisch. Der Generation jetzt wird vorgeworfen, dass sie die Schule bestreiken. Und das ist doch schön, das ist doch schön. Das heißt, sie haben auf einmal ein Ventil gefunden, oder wir alle haben ein Ventil gefunden, uns zu äußern und gehört zu werden. In der Angst um unsere Zukunft, und gerade junge Menschen wissen, dass sie noch lange auf diesem Planeten leben wollen. Also es führt zu einer wahnsinnigen Politisierung. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass wir auch ein bisschen das Problem haben, dass lange unsere Demokratie sehr erodiert wurde, indem viel von der Verantwortung aufs Individuum geschoben wurde, viel von Konsumentscheidungen abhängig gemacht wurde, viel der Markt in den Vordergrund gestellt wurde. Und viele Österreicherinnen und Österreicher denken sich, glaube ich, heutzutage, ich höre das zum Beispiel sehr oft, was bringt schon ein Volksbegehren? Was bringt schon auf die Straße gehen? Was bringt es, wenn ich wählen gehe? Die machen sich das da oben ja eh aus. Und das ist doch traurig. Das ist traurig in einer Demokratie, wo wir eigentlich so viel Kraft hätten, so viel Macht mitzubestimmen. Also ich glaube, ein Ventil dieser Bewegung war erstens, eine Lösung anzubieten für ein globales Problem, eine globale Bewegung als Lösung. Politisierung statt Verdrossenheit, also eine Art der Selbstermächtigung herzustellen. Und eine Möglichkeit, gleichzeitig die Dringlichkeit wahrzunehmen, die jeder von uns spürt. Viele, mit denen sie reden können, wissen ganz genau, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind, oder sie fühlen es irgendwie. Aber auch einzuladen zu träumen, zu sagen, ich bin Teil der Lösung. Zu sagen, es kann aber auch eine bessere Welt sein, in die wir zusteuern. Weil das ist ja das Problem, wenn wir die ganze Zeit nur davon reden, dass es möglicherweise ganz schlimm wird, dass weiterhin Wälder brennen, dass alle unsere Städte überflutet werden, dass die Hälfte der Menschen flüchten müssen, dann ist das wahr, wenn wir so weitermachen wie bisher. Aber es ist auch schwierig, dagegen zu handeln. Und die Bewegung, es gibt so viele Menschen in dieser Klimabewegung, zumindest in Österreich, ich kann natürlich nie für die ganze Bewegung sprechen, die sehr wohl träumen. Die träumen von einer Welt, wo in den Städten mehr Grünflächen sind, von autofreien Städten, aber auch von gerechteren Städten, wo Wohnraum günstiger ist, wo sich jeder öffentliche Verkehrsmittel leisten kann, wo die überall hinfahren. Von erneuerbaren Energien, die aus Österreich kommen und nicht importiert werden, von einer Welt, wo Stadtkerne wieder belebt werden, wo man nicht nur im Auto sitzt und abgeschieden von anderen Menschen miteinander eine Welt entwickelt. Die Bewegung unterscheidet sich auch in einer Frage, weil wir fragen können, was ist notwendig, was braucht's? Und nicht, was ist möglich unter den gegebenen politischen Voraussetzungen mit diesen und jenen, also was ist notwendig? Wir müssen jetzt umsteuern, es geht gar nicht anders. Aber wie können wir es machen, dass es sozial verträglich ist und niemanden zurücklässt und möglicherweise sogar in eine bessere Welt führt? Ja, das sind Voraussetzungen, aber trotzdem müssen wir nicht davor zurückschrecken zu sagen, wir müssen. Es ist gar keine Diskussion da. Und was ich noch sehr, sehr schön finde, ist, dass immer eine viel größere Frage über das Ganze gestellt wird. Niemand in der Bewegung, den ich kennengelernt habe, sieht eine einzige Lösung für das ganze Problem. Es wird immer über ein System nachgedacht, immer darüber nachgedacht, wie können wir eben unsere Wirtschaft verändern, dass sie wieder für uns wirtschaftet, dass der Mensch im Herz der Wirtschaft sitzt und nicht irgendwelche Zahlen. Wie können wir es machen, dass für Arbeitsplätze gekämpft wird und nicht Arbeitsplätze vorgeschoben werden als Grund, sich nicht zu transformieren? Wie können wir Arbeitsplätze der Zukunft schaffen? Das sind Fragen, die wir besprechen sollten. Nicht es nicht zu tun, weil
Arbeitsplätze. Es braucht weitreichende Veränderungen, das ist uns allen bewusst. Und wir gehen auf die Straße oder nehmen andere politische Werkzeuge in die Hand, weil wir das wissen. Ein großer Teil, den die Klimabewegung noch abdeckt, ist leichte Partizipation. In vielen politischen Prozessen kann man gar nicht so leicht partizipieren. Oder nur einmal in 5 Jahren oder einmal in 4 Jahren. Oder man wird nicht so oft gefragt, man kann sich nicht so oft demokratiepolitisch äußern. Und da gibt es jeden Freitag die Möglichkeit, einfach dazuzustoßen. Zu einer Gruppe an Leuten, die sich einsetzen. Das gibt es natürlich auch in anderen Organisationen und Bewegungen. Das macht jetzt nicht den großen Unterschied aus, aber es macht etwas mit der Bewegung. Da entsteht eine Gemeinschaft schon allein durch die Art, wie sie geführt wird, nämlich dadurch, dass man sich jeden Freitag trifft. Was würden wir uns als zivilgesellschaftliche Bewegung also wünschen? Einbindung, weil ich glaube, dass auf die Straße gehen, aber auch das Volksbegehren und andere Arten, wie wir unsere Wünsche und Forderungen an die Politik richten, ja auch eindeutig ein Wunsch, ein Angebot ist, mitzugestalten. Und dieses sollte nicht ausgeschlagen werden, weil sonst, ich glaube, dadurch kommt dann der ganze erodierende Prozess in unserer Demokratie, wenn man diese Kraft, diese kreativen Köpfe, diese Leute, die was anpacken wollen, nicht einbindet. Wir appellieren alle an größere Zusammenarbeit der Politik mit der Wissenschaft. Die Wissenschaft wurde lange nicht gehört, großteils weil sie nicht von 16-jährigen Mädchen gemacht wird, sondern von Menschen, die komplizierte Vorträge halten, vermutlich. Aber dennoch bieten sie Lösungen an, ganz viele sogar. Und dementsprechend sollte man sich mit ihnen auseinandersetzen. Mehr Kommunikation. Was ich ganz oft von Politikerinnen und Politikern höre, ist, ja, wir können jetzt nichts machen, weil wir müssen ja die Gesellschaft mitnehmen. Dann frage ich mich oft, ja, aber wer hat sie in den letzten Jahren nicht mitgenommen? Jetzt stehen da 25.000 Leute auf der Straße. Beim letzten weltweiten Klimastreik waren es 150.000. Ja, ich glaube auch, wir müssen die Menschen mitnehmen, aber dann müssen wir auch über die Krise reden, über das, was sie ist und über die Lösungen dazu und Alternativen vorschlagen und rausgehen und sagen, hey, gehen wir den Weg miteinander. Systemdenken versus kosmetische Maßnahmen, das will ich einfach nur gesagt haben, weil eben dieses Systemdenken in der Bewegung durchaus da ist. Wir wissen, dass es jetzt alles braucht, dass es jetzt mehr braucht als ein Plastiksackerlverbot, um die Klimakrise einzudämmen. Und in dem Fall sehen wir uns eigentlich auch als Unterstützung der Politik, um zu zeigen, wir stehen hinter weitreichenden Veränderungen. Wir glauben sogar, dass sie unsere Welt besser machen können. Und ich würde gern kurz meine Vision vorlesen, einfach nur, damit das Gefühl da ist, das ich dann habe. Vision. Österreich ist Vorbild im Klimaschutz. Die Politik übernimmt Verantwortung und setzt sich für eine lebenswerte Zukunft aller Menschen ein. Unsere Wälder und Äcker sprießen, unsere Berge und Seen gedeihen. Unsere Kinder sind stolz auf die schöne und saubere Heimat, die wir ihnen übergeben. Da will ich hin. Da will ich hin und da will ich, dass alle mitkommen. Und ich glaube, das ist auch einer der Kernpunkte, den die Bewegung antreibt. Damit schließe ich.